Sehen wir uns hier ein Basketballspiel oder einen Bärnackelkampf an? Hier gibt's alles. Ich bin Stanley Sugarman. Ich bin ein Scout der 76ers. Du bist also 22. Weißt du, du kannst nicht in den Draft, wenn du älter als 22 bist. Ja, ich bin 22 Jahre alt. Wer ist er? Mein Sohn. Und wie alt ist er? Er ist 10 Jahre alt. Okay. Okay. Und in Philly, glaubst du, kannst du noch wachsen? Ich will eines Tages coachen. Hat's dich glücklich gemacht, nicht zu Hause zu sein? Die beste Chance auf einen Sieg haben wir mit dir da draußen. Wieso zur Hölle jage ich dem noch hinterher? Also willst du deinen Traum jetzt aufgeben? Ich bin seit 30 Jahren in dieser Liga und es fühlt sich an, als wäre ich nichts. Seht ihn euch an! Kommst du mit nach Philly, ändert sich deine ganze Welt über Nacht. Ich muss arbeiten. Meine Mutter und meine Tochter sind einfach alles für mich. Der Mindestsatz liegt bei $900.000. Er macht morgen blau. In all den Jahren, die ich dabei bin, habe ich jemals so reagiert? Er ist ein Rohdiamant. Wir werden ihn trainieren und in NBA-Form bringen. Was sagst du dazu? Das wird nicht passieren, Stan. Du musst da wieder raus. Ich war 9 Jahre lang am Geburtstag meiner Tochter nicht zu Hause. Weißt du das? Das war keine Frage. Die Sixers wissen nicht, dass er hier ist. Jemand zu sein, der diesen jemanden findet, bedeutet in diesem Business was? Wird Vince dich nicht dafür feuern? Ich will auf jeden Fall das Richtige für den Jungen tun. Er hat eine Tochter, die braucht das. Du hast eine Tochter, die das braucht. Wo kommst du her? Spanien. Das ist ja scheiße. Du kannst mich aufhalten? Willkommen in Amerika! Das war nicht er, das war nicht mal annähernd sein Level. Muss ich morgen zurückfliegen? Ist das das, was du willst? Hey, liebst du dieses Spiel? Ich liebe dieses Spiel. Ich lebe dieses Spiel. Machen wir uns an die Arbeit. Der Draft ist in 6 Wochen. Wenn wir das machen, müssen wir es selbst machen. Ohne Frage. Der Junge hat's. Brauchst du eine Mutti-Hilfe? Du brauchst von niemandem Hilfe. Wir brauchen neuen Schwung. Das ist alles für dich, Kumpel. Das ist für uns. Okay, für uns.